Jetzt gibt es ein 5-Minuten-Workout mit mir. Und zwar für alle, die mal ganz schnell was machen wollen, sich mal richtig verausgaben wollen. Ganz wichtig ist, dass ihr euch mal eine App runterladet oder eben mit der Uhr es selber stoppt. Besser ist eine App, da könnt ihr ganz, ganz toll eingeben. 1 Minute aktiv, dann 10 Sekunden Pause, damit ihr in die nächste Stellung kommen könnt. Und dann zählt der wieder. Das heißt, ich mache jetzt hier an und der piepst eigentlich, piepsen tut er nicht, der trillert. Eigentlich ist das mein Job, weil ich habe ja immer die Trillerpfeife im Mund. Das macht jetzt der. Ja, manchmal muss man die Trillerpfeife auch abgeben. Fällt mir zwar schwer, aber ich mach's. So, ihr macht mit. Es geht 5 Minuten mit 1 Minute Pause insgesamt. Haltet durch. Ich versuch's auch. Wir fangen jetzt an mit der ersten Übung und zwar Boxerlauf. Go! Ihr könnt euch auch dann drehen. Wichtig ist, dass ihr diese 1 Minute durchhaltet. Die Arme schön nach oben und nicht aufgeben. Das Schöne ist, ihr müsst jetzt nicht gucken, wie spät es ist, sondern gleich, wenn es pfeift, geht ihr in die nächste Position. Schön tippeln dabei, die Hacken sind oben, nur auf dem Vorderfuß. Und weiter, nicht aufgeben. Denkt daran, die 5 Minuten sind schnell vorbei. Und weiter. Denkt immer dran, ich mache mit. Heute habe ich meine Trillerpfeife nicht dabei. Und weiter, weiter, weiter. Nicht aufhören. Gleich kommt die Trillerpfeife. Und weitermachen. Arme oben lassen, Arme oben lassen. Ich weiß, die werden jetzt schwer, aber die müssen oben bleiben. Es hat gepfiffen, nach unten. Und jetzt kommt die zweite Übung, Sit-Ups. Und. Fällt mir wirklich schwer, meine Trillerpfeife aus der Hand zu geben. Aber was tut man nicht alles? Und was tue ich nicht alles für euch? Und weiter. Ein und aus. Ein und aus. Und versucht nicht am Kopf zu ziehen, sondern den Kopf schön in die Hände drücken, Ellbogen nach außen. Und weiter, nicht aufhören. Das ist ein hartes, aber schnelles Programm. Und weiter. Schulterblätter tief. Und schön hoch. Und immer ausatmen, wenn ihr hochkommt. Ein, aus. Ein, aus. Trillert er gleich. Nächste Übung, wieder nach oben. Hock, Strecksprung. Jetzt tief und hoch. Wer Knieprobleme hat, springt nicht, sondern macht es dann so. Ja? Geht tief und hoch. Die anderen, die keine Knieprobleme haben und nicht ganz so viel Gewicht, die können etwas springen. Tief, hoch. Tief, hoch. Weiter, weiter. Die Hälfte, glaube ich, habt ihr schon geschafft. Und schön Schwung nach oben. Ein und aus. Es kann nicht mehr lange dauern, ist gleich zu Ende. Noch einmal und die nächste Übung. Ein Gewicht schön hinstellen. Ich bin auch außer Atem, ihr müsst es auch sein, sonst seid ihr, strengt euch nicht richtig an. Und eine 1/2 Minute nur und dann wechseln. Schön nach oben. Einatmen, aus. Ein, aus. Wenn ihr keine Kettlebell habt, nehmt ihr irgendein Gewicht. Einatmen tief, ausatmen hoch. Ein und aus. Ein und aus. Auch nur so hoch bis zur Schulter, dass wir eine Linie haben. Ein und wechseln. Andere Seite. Ein, aus. Ein.
Und jetzt kommt die letzte Übung gleich. Ein, aus. Jetzt hat wieder einer getrillert. Und die letzte Übung, Liegestütz. Da macht sie jeder so, wie er kann. Entweder Frauenliegestütze oder richtige. Und los. Auch eine Minute. Und denk dran, das ist die letzte Übung. Macht weiter. Nicht aufgeben. Immer weiter, weiter, weiter. Ein, aus. Ein, aus. Weiter, weiter, nicht aufhören. Schön tief und hochdrücken. Ein und aus. Ein und aus. Ein und aus. Und weiter, weiter, weiter. Jetzt schmerzen die Arme. Weiter, beiß durch. Ganz feste durchbeißen. Weiter, weiter, beiß. Gleich zu Ende. Weiter, weiter. Und fertig. So. Und wer nicht so fertig ist wie ich, hat nicht richtig mitgemacht. So. Und mein Timer sagt mir, ich bin jetzt fertig. So. Viel Spaß. Und wenn er das so 2 bis 3 Mal die Woche macht, toll. Eure Silke.